Urchige Musik, tierische Begleiter und viel nackte Haut. Das ist das Bauernkalender-Casting 2016 in der Juckerfarm im Zürcher Oberland. Neues Jurymitglied ist das Model Raphael Beutel. Dass gerade er heisse Bäuerinnen bewertet, kommt nicht von ungefähr. Also meine erste grosse Liebe, man darf sagen, ist eine Tochter von einem Bauer, also einer Landwirtin. Da war ich 15 und das ist gegangen bis 18. Also wirklich so in einer wichtigen Phase des Lebens hatte ich wirklich Beziehung gehabt, 2 Jahre, fast 3 Jahre. Es war sehr easygoing, sehr sportlich, halt im Emmental. Scheint aber nicht nur im Emmental der Fall zu sein. Auch da sind Casting-Teilnehmerinnen ganz unkompliziert und zeigen gern, was sie haben. Eine Voraussetzung, auf die beim diesjährigen Casting viel Wert gelegt wird. So ist es auch kein Zufall, dass eine Aktfotografin aus München die Kalenderbilder macht. Das wird von mir gewünscht, dass die Mädels viel mehr Körper zeigen, ja, und ich versuche das so schön wie möglich zu machen. Die Landfrauen wären jedenfalls dafür zu haben. Aktfotografie könnte man sehr gut vorstellen, für ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund oder den alten Mann, das auf jeden Fall, ja. Aber jetzt so für einen Kalender? Also für einen Kalender würde ich auf jeden Fall oben an, aber denke weiter auch nicht, ja. Aktfotografie könnte ich mir ja schon vorstellen, es gibt sicher Grenzen. Ganz oben ohne würde ich schon machen, denke ich, solange es einfach nicht billig wirkt. Gut, Aktfotos, das würde ich jetzt nicht machen. Einmal nicht, weil ich noch nicht volljährig bin und wegen dem eigentlich nicht, nein. Im September werden wir sehen, ob es tatsächlich das ein oder andere Nacktbild in den Kalender schafft. Dann kommt nämlich der Bauernkalender 2017 raus. Thank you.